Heute, was geht ab, Leute? Hier. Heute mit dem zweiten Teil der Reaktion zum IV-Battle. Gestern kam Teil 1, Gen 1, das Video gegen Julian und heute Gen 2. Und ich habe das Problem mit dem Flackern immer noch nicht beseitigt. Da ist irgend so ein schwarzer Balken, der die ganze Zeit flackert. Aber ich hoffe, es geht auch so. Ich habe ein bisschen was am Setup geändert und hoffentlich ist es dadurch besser. Ansonsten momentan, vlogtechnisch, ich habe noch ein paar Sachen auf Lager, keine Angst. Und vlogtechnisch versuche ich auch heute wieder was zu machen. Das seht ihr dann morgen, weil letzte Zeit ist, ja, da geht nicht so viel, aber ich versuche trotzdem das Beste noch rauszuholen. Also freut euch hoffentlich morgen, wenn nicht dann spätestens Sonntag auf dem neuen Vlog. Da geht's wieder ab. Und dann starten wir natürlich krass ins neue Jahr. Aber jetzt noch zum Abschluss des Jahres. IV Battle Nummer 2, Gen 2, Alter. Bin gespannt. Also ich bin nicht gespannt, weil ich weiß ja, was ich jetzt alles auf 100 habe und was mir noch fehlt. Könnt gerne noch den Teil von gestern abchecken. Ansonsten, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Los geht's. Schauen wir mal. Eins findet ihr auf seinem Kanal. Link ist unten. Also ich habe gerade schon die ersten 9 Sekunden angeschaut, aber das Intro ist jetzt nicht so wichtig. Gen 2. Nice. Vor kurzem Publikation in meinem Video, aber ja, nicht viel Gerede, würde ich sagen. Gut. Sollen wir nochmal die Regeln erklären? Regeln sind wie im ersten Video. Genau, schaut da nochmal vorbei, falls genau. Ihr die Regeln wissen wollt. Ja. 100er, 100er 10 Punkte, 98er 5 Punkte, 93er 3, 96er 3, 93er 1, sowas genau. Und vielleicht, was ich kurz erwähnen müsste oder sollte. Das Video haben wir gleichzeitig hochgeladen und wir haben uns nicht abgesprochen, abgesehen davon, was, wie wir es nennen und dass wir es halt gleichzeitig hochladen. Ich hätte die Punkte einblenden sollen, ja. Ich habe damals einfach nicht dran gedacht. Und im Nachhinein, wenn man dann Julians Video sieht, ist es natürlich offensichtlich, aber wenn man halt einfach nicht dran denkt, dann kommt man nicht drauf und dadurch, es war jetzt nicht so, als wäre ich faul gewesen oder so, ich hätte es locker einblenden können. Und ich habe damals auch da eine Menge Hate dafür bekommen, aber wenn man einfach nicht dran denkt, wisst ihr, dann denkt man halt nicht dran. Und dann im Nachhinein ist es halt so, ah ja, stimmt, hätte man machen können. Ist halt so eine Randinformation. Mega nie. Also ich habe bei deinem Video öfters als erst angefangen, da kannst du jetzt bei meinem dann... Ja, ich hätte einen 100er in dem Video, was ich erst vor kurzem beim Event im Ei hatte und voll übersehen hatte, weil ich da nichts bewertet habe erstmal. Respekt. Hätte ich fast verschickt. Hab da leider nur 98. Erstmal. Das ist Gen 2, Alter, das ist neu. Sieht übel aus bei mir, ich habe einen 91er Gelaber mal aus einem Raid bekommen. Das ist... Ich hab da zum Glück einen 100er. Grüße gehen aus an Felix. Impergator. Da hab ich den mit Felix geholt, natürlich. Bei mir auch. Sauber. Wie Senior. Nix. 98er Visor. Oh mein Gott. Ja. Da kommen wieder die 98er raus. Nochmal kurz erwähnt. Damals wurde nicht alles gescannt. Und so ein Müll wie Visor natürlich nicht. Damals von Leo, Habitat, Glaupi, Taubsi sogar. Radfratz, Visor, Hutu. Das wurde alles nicht gescannt. Das kam erst damals noch. Damals, das war echt wirklich die Anfangszeiten von 100er Jagen und damals waren Leute echt nur fixiert auf gute 100er. Und dann kam erst die Sammlung mit, ich habe lange und hart dafür gekämpft, dass alles gesammelt wird in 100. Es gab echt Zeiten, da war man auf Tour und da kam ein 100er rein, den noch keiner hatte, aber die Leute sind nicht hingefahren, weil es ein schlechtes Müll-Pokémon war. Und ich habe echt lange Zeit dafür gekämpft, dass 100er jagen, 100er gesammelt werden. Nur so eine Randinfo. 100er Hut. 100er. Krass, okay. 10 WP, 100er Hut. Oh mein Gott. Lidian. Unter 67. 100, Alter. Woher hab ich den? Okay. Wahrscheinlich ohne Map, aber den habe ich wahrscheinlich. 91er Weberack. 100er Weberack. Okay, jetzt sieht's übel aus so langsam. Ich hätte echt die Punkte einblenden sollen. X-Bat. So, also bei X-Bat zählen die Zubats ja dazu und echt jetzt? Was? Da habe ich kurz einen 100er geplust. Oh nice. Ich habe auch einen 100er. So, jetzt muss ich wieder, weil man ja dann immer wieder an Anfang kommt leider. Mhm. Lanton. 200er Lampis vom Wasser-Event oder so. Ich auch einen. Geschichte zu Lanton, was kann ich sagen? Der ist irgendwann mal mitten im englischen Garten gespawnt, irgendwann mittags. Uni ist nicht so weit davon entfernt, also raus aus der Uni, rein in den Bus, rein mitten in den englischen Garten.
Ja. Den hatten damals nicht so viele, weil das war mitten am Tag, mitten im Englischen Garten und das waren gefühlt noch 20 Minuten auf der Uhr, nicht die vollen 30, also. Das war so einer meiner Highlights damals, er und Volteball. Na, jetzt kommen die Babys, ich habe nicht so viel gebrütet, ich war ja free to play. Ja, ja. Da unterteilen wir in normale und in... Die Babys waren auch so ein Nachteil für mich, aber... 93er normales. Ja, ich hab nur schlechte, normale Pichus. Okay. Ash-Pichu? Da habe ich... 100er Ash-Pichu! Nicht schlecht, Respekt. What the fuck? Ja, das ist einfach nur Glück. Glaube ich, das seltenste momentan. Und du hast... 100er Ash-Pichu. Das habe ich übrigens, wenn mein Screen-Recorder nicht hängt, am 28.07., also wirklich, das war schon in der Nacht, glaube ich, um 2 Uhr oder so, habe ich das dann ausgefüttert, also kurz bevor das Event halt fertig war. Shiny-Pichu? Keins vorhanden da, nein. Kein Geld für Japan. Ja. Shiny-Pichu, what the fuck? Pi? 100er. What the fuck? 100er Pi! Ich denke mal, ein bisschen, was Eier angeht, brüte ich mehr aus als ja, du wahrscheinlich. Viel mehr. Also, ja. Was geht denn da ab, Mann? Rein, das ist natürlich. Ja, das ist schon heftig, Mann. Kleiner Vorteil dann. Fluffeluff. Leider auch nichts. 98er. Nicht schlecht, nicht schlecht. Togetic. Nichts Relevantes bei mir. 96er. Okay, ich habe mittlerweile ein 100er Togepi nice. Gebrütet. Also Togetic auf Max 100er jetzt. Xatu. Xatu. 96er Natu bei mir. Da habe ich wieder ein 100er. Sauber. Oh, nice. Ampharos. 98 mich 93 und das erst vor kurzem, also ja. Ein Trauerspiel. Ich habe 98. Na gut, ich bin schon zufrieden mit dem 93er, ja. Aber geht besser. Lubella. 98, Level 30 war das damals, also damals gab es noch keinen Level 35. Gibt's ja nur mit Wetterboost, Level 30 war das. Hab den geholt, war zufrieden. Also, ich hab den geholt. Und damals war der 100er waren schon so krass. Ein paar haben den nicht mal geholt. 98er, Level 30. Nicht jeder hat den geholt. Und ich bin der 100er Wahnsinnige und ich hab den trotzdem noch geholt, also... Ja, bei mir ein 98er. Okay. Da habe ich ein 100% Duflo. Das hätte ich für Gen 1 Giflo erzählen können oder jetzt für Bluebella. Habe ich mich für Bluebella entschieden, aber muss ich erstmal entwickeln. Muss nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Kann man ja mal machen zwischendurch. Ich werde ja später auch noch was entwickeln, kann ich gleich schon dazu sagen. Okay. Ich erinnere mich. Ja, wir spielen hier mit allen Mitteln. Krasser Typ. Und? Bluebella 100. Kurz auf die Avis. So. Azumarill. 100? 100er Marill ist bei mir am Start. Auch erst kürzlich beim Event gefahren. Oh ja, ja. Wir hätten das den Battle vor dem Event machen müssen. Yes. Könnten wir irgendwie auch. Ja. Glaube ich auch, ja. Also ich meine, ich freue mich. Mogelbaum. 98er? Ja, 96. Woher habe ich diese 96er Mogelbaum? Faxo. 100. Habe ich auch 100, aber im Moment Kopf halt noch nicht entwickelt. Okay. Da habe ich 2. Und ich gebe dem jetzt mal noch eine TM. Genau, da habe ich 2 im Moment. Kriegen wir nochmal kurz drauf. So. 90 TMs hat er damals gehabt. Heftiger Typ. Papunga. 100 war mein erstes Gen 200er. Nice. Wow. Haben wir sogar zusammengefangen. Ja, war am ersten Tag. Und du nix? Ich hab nix, ey. Ich weiß auch, wo ich meinen 100er Hauptschuss bekommen habe. Also ich weiß nicht mehr den genauen Tag, aber ich weiß noch, dass ich einen Berg, einen kleinen Hügel runter geschlittert bin und ich auch sozusagen auf meine Hose geschissen habe. War eine graue Jogginghose. Wir hätten außen rum gehen können und das wäre zeitlich ein bisschen knapp gewesen. Da habe ich gesagt, scheiß drauf und dann bin ich diesen Berg runter. Der war halt schon relativ steil, also bin ich sitzend runter geslidet sozusagen. Hab die Hose natürlich hier dreckig gemacht, aber das war mir das 100er Hauptspross wert. Finde ich geil, solche Geschichten, wo man es halt nie vergisst. Da habe ich leider auch nichts. 96 immerhin. Sonflora. Da habe ich wieder ein 100er. 91 nur, also nix. Janma. Janma, 100. 89. Vor der Haustür gespawnt, beide. Das ist gerade immer so ein Hin und Her, ne? Ja.
Morlord. Oh. Da habe ich mal einen 100er verpasst. Shoutout an Milos. Er ist leider in die falsche Straße gebogen und dann haben wir ihn verpasst. Oh nein. Ja. Blame Milos. Ich habe einen 100er. Ich erinnere mich, oh mein Gott. Milos, Mann, alles deinetwegen. Das war eine echt verrückte Zeit mit Milos. Auch ein verrückter 100er Jäger. Du hast also nichts weg. Ja, ich bin daneben gefahren. So. 100. Und beide auf Max. Nicht schlecht. Aber wir müssen noch bewerten. Ja, Nachthara. Auf 100. Auf 100. Ja. Allein hat schon gemaxt. Sehr nice. Sehr nice. Kramurks. Kramurks. 100. 96. 100. Da habe ich letztens erst ein Video dazu gemacht. Saftigste Scanner-Tour oder sowas. Und ja, da haben wir den gefangen. Auch mit Milos natürlich. Oh Mann, ich bin neidisch. Ja. Kramurks, dein Lieblings-Pokémon. Ja, ja. Wenn jeder interessant. Lashoking. 100. 100. Ich auch 100, ja. Oh, Lashoking, Baby. Traunfugil. Ja. 96er. Nix. Hab da nichts. Halloween-Event muss noch kommen. Inkognito. Inkognito. Ja. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen gespoilert. Ja, im letzten Video. 100er habe ich gefangen. Und auch gemaxt. Ja, das ist schon richtig cool. 1008 oder so, ne? Aber das dann. Ja. 87 leider nur. Das ist, ja. Das war natürlich damals mega, mega Highlight. Kognito mega, mega selten. Und das war dieses Event. Das war Safari-Zone und in verschiedenen Städten, da wo Arkaden gesponserte Module waren, da gab es halt vermehrt Inkognito und Kangama. Und dadurch gab es halt 100 Kangama. Theoretisch, also wir haben keinen bekommen, verpasst. Und halt 100 Inkognito. Alter Südfriedhof, alter Nordfriedhof, müsste gehen raus an Tobi. Habe ich angerufen und dann sind wir da schnell hingefahren. Danach kam aber noch eins oder zwei andere in München. Und dann natürlich noch bei den weiteren Safari-Zonen. Das also. Wird heute nicht was. Ja, ist nicht so ist selten schon, gewesen. Also gestern kam zwei. Das ist schon krass. Ja, das sag ich ja. Gestern kam zwei noch. Ruin genau. Auch nix. Glaubst du ja? Ruin genau. Brauche ich immer noch. Den brauche ich immer noch. Habe ich seitdem ein paar Mal verpasst. Wollte nicht kommen. Und ja, meine Möglichkeit, meine Chance ist Rocket Subs. Wing genau. Hast du Angst vor unsichtbaren Kräften? Problem ist, da kommt halt auch Trassler. Also würde nur Wing genau kommen. Ich würde den Tag und Nacht jagen. Ihr wisst Bescheid, so wie Nocturne. Aber die Chance, dass da auch noch was anderes rauskommt. Also erstmal muss ich den jagen. Dahin laufen und dann ist nicht mal sicher, dass wohin genau kommt. Ist schon leidend, ist schon schade. Ja, das ist ja, aber du sagst auch selten nichts. Ja, es ja, ist belastend. Gera Farek. 100. 98 aus dem Ei. Okay. Fostelka. Ja, 100er Tanze aus dem Ei, 298er. Ja, erstmal Respekt, dass er den 100er hat. Ich habe auch einen und das ist auch ein episches Video. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt einblende, weil das Reaction-Video ist eh richtig lang, aber ist eines der epischen Momente, die Geburt von Alex das Buffer sozusagen. Könnt ihr gerne abchecken, das ist, ich weiß gar nicht welches Jahr das war, 2017, 2018, aber episches Video. Den wird man ja zugemüllt. Nee, ich hatte bisher noch nicht so viel aus dem Mai, dementsprechend auch nichts so. Krass. Okay, ich krieg eher die Sugoglos. Weiß es mir gar nicht so zu schätzen. Ja. Dummiesel. 98 habe ich da einen. Ja, ich habe einen 91/93er. Ich würde sagen, wir werten es als 91er. Ich habe fünfmal gepusht und es wollte mir den genauen Wert einfach nicht ausgeben. Also, klassisches Dummiesel hier. Schauen wir mal, ob der eine Punkt am Ende zählt. Ja, ich wage es zu bezweifeln, aber könnte vielleicht schon knapp. Man weiß nicht, aber. Skogler. Da habe ich natürlich einen 100er. Ja, mein bester Freund. Du hast, also, dein. Ah ja, okay, ich dachte. Ja, bei mir 91 oder 87, also nix. Okay. Also, das sieht irgendwie voll krass, du kriegst nur Skorker, ich krieg nur Tanzer. München versus Karlsruhe. Biom, ja. Wieder das Thema. Stalos. Kein 100er, nee. Also auch kein Onyx. Nee, da habe ich sehr viele verpasst. Okay. Die kamen an sehr komischen Stellen bisher immer. Ja, und ich habe auch nur einen 96er, auch beim Gesteinsevent nicht so aktiv gewesen, wie ich mir das vorgenommen hätte. Hätte ich vorher gewusst, dass sowas kommt, also. Also Onyx, ja, nicht relativ spät, aber ich habe dann irgendwann danach
ein Onyx bekommen und dann, der war aber relativ low und dann haben wir irgendwann bei den Purges mal ein höheres geholt, 30 oder sowas, also. Ja. Ja. 191, also nix. Wo hab ich den her? Ich glaube mit Milosch, bist du genauso Milosch? Baldorfisch. Auch nix. 100. Mann. 20 100. zu 0 bei den beiden letzten, das hat gerade schon reingehauen. Ich kann mich an den auch nicht mehr erinnern. Ah, da muss ich kurz auf Sichlo gehen. Genau, ebenfalls. Und bei mir wartet da noch ein 100er darauf entwickelt zu werden. Wie sieht's bei dir aus? Sichlo 100, 2 Uhr in der Nacht, mitten auf der Panzerwiese. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt heutzutage nochmal einfach so mitten in der Nacht da rauffahren, raufgehen würde. Bin irgendwann nach Hause gekommen, um 1 oder so. Hab kurz noch PC angemacht, ein paar Sachen gemacht und dann kam der rein. Hab ich geschaut, boah, direkt bei mir. Problem ist halt, mitten in der Nacht Panzerwiese, alles ist kalt, alles ist voll genebelt. Also, Panzerwiese sagt euch halt nicht viel, aber ist einfach ein großes, leeres Feld. Und da dann mitten in der Nacht da drauf zu gehen, ist schon nicht ohne. Aber zum Glück kamen dann noch andere, die sind mit dem Auto direkt da drauf gefahren, was natürlich auch verrückt ist, also wirklich verrückt. Aber ja, war okay. Zum Glück habe ich 100 Sherlock dadurch geholt. Ja. Auf jeden Fall zwei coole Entwicklungen. Ja, fand ich auch. Also, hat sich schon gelohnt, sag ich mal. Okay, jetzt müsst ihr uns wieder Zeit geben, zurück zu scrollen. Ja. Hot. Ich hätte 90. So gern 100er. Ja, ich hätte auch gern 100er. Ich habe nur einen 96er. Ich habe nur einen 93er. Okay. Skaraborn. Uff. Leider noch nichts. Ja, und bis heute noch nicht. Glück, also. Also ich habe 6er natürlich, aber... Skaraborns war das Beste, was die Frau angeht, mit 93%. Oh. Okay. Erwitechnisch. Aber klar, ist trotzdem nur ein Punkt. Sneeble. 100. 96 nur. Ah, Level 1. Grüße gehen raus an Felix, mit dem habe ich den geholt. Usaring. 100? 84 nur. Oh, what the fuck? Das ist so bitter. 100er, Teddy Usa. Das war mein 100er in Karlsruhe, als ich nicht da war. Ah. Makago. Ah. Hör mir auf, ey. Die konnte man nicht mehr sehen nach dem Feuer-Event, ne? Die wurden leider nicht gescannt. Da waren zu viele unterwegs. Also ich habe da keinen. Ich habe mal einen verschlafen. Der war... Ja, bis heute habe ich den nicht. Ich habe den verschlafen. Hört die Story an. Fast vor meiner Haustür. Aber... Ja, krass. 10 Minuten davor bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Morgen checke ich so die Gruppe. 100er Schneckmark vor der Haustür. Und seitdem nie wieder. Also schon, aber seitdem habe ich den nicht bekommen. Also. 98. Was soll man machen? Hätte ich nicht gedacht, dass du da keinen 100er hast. Ja, der verfolgt mich immer noch. Keife. 98. Ebenfalls. Vor kurzem extra, um gegen Zapdos zu bestehen. Bisschen hochgepowert. Den habe ich gestern gefunden erst. Wahrscheinlich auch gestern gefangen. Corazon. Also für mich auch noch kein. Spielt keine Rolle, ich habe nur einen 89er mitnehmen können. Oh, knapp. Ja, schon knapp, stimmt. Octillery. Octillery. Ebenfalls. Oh, Wasser-Event. Wasser-Event lässt grüßen. So, Wertung ist durch. Montag so. 100. Ebenfalls. Das Wasser-Event. Ja, das musste man einfach mitnehmen. Ist ja auch schon ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Mantax hat in den Spielen nochmal einen Stat-Boost bekommen. Das weiß ich auf jeden Fall aus also dem Originalspiel. Vielleicht wird es auch in Pokémon Go irgendwann mal stärker. Nee, leider nicht. Panzer-Eron. Nichts erwähnenswertes von mir. Da habe ich auch einen 100er. Nicht schlecht. Und das gehört auch zu meinen Lieblings-Pokémon, deswegen, das musste natürlich dabei sein. Nicht schlecht. Ich werde ein paar verpasst am Anfang. Hundemon. 100. 93 nur. An den erinnere ich mich auch noch. Das war. Habe ich 100er. Ich meine, sagt euch nichts, aber das war. Bei der amerikanischen Botschaft. Das Komische war. Hofgarten war ein Hundenlusternest. Und ich habe halt dort die ganze Zeit gegeiert auf dem 100er. Und ja, dann kam der bei der amerikanischen Botschaft. Glück für mich ist, die ist nur ein Stückchen weiter oben über dem Hofgarten. Also, das war kein Problem. Aber schon ein bisschen ironisch. Ebenfalls, ich habe zwar schon ein 100er ein 98er Setra King, aber ja, das 100er Sepa habe ich mir noch aufgehoben. Okay, du darfst. Okay, so 100er Sepa wird irgendwann zu einem Setra King. Auf jeden Fall. Ja. Groß und stark. Leider nicht so stark. Ja, ist wirklich so. Und
Cetra King ist zwar ein guter Konter gegen vieles, aber es gibt immer noch einen noch besseren Konter. Und ja, das ist halt schade. Donphan. 98er Funpi. Oh, nicht schlecht. Ich nur 93. Ja, die sind bei euch in München auch nicht so häufig anscheinend. Ja, wegen Biom. Es gab schon ein paar hundert. Aber 200er gab's, glaube ich, und es war jedes Mal ein bisschen Richtung Allianz Arena, weil das irgendwie Bergbiom. Da haben auch immer viele Dragon gespawnt. Ich habe meinen Donphan aus Prag. Und zwar Safari-Zone Prag. Und das erste Mal, wo ich in Prag war, das war, also nicht das allererste Mal, aber für Pokémon Go, das war auch random, kein Event war da. Und da kam auch ein 100er Donphan rein, Funpi. Haben wir leider verpasst und ja. Also in Prag gar nicht so selten. 100er Funpies ohne Event, ohne gar nichts. Und dadurch habe ich meinen bekommen. Porygon 2. Auch wieder zu Porygon. Ja. 93er Porygon 2, aber ein 98er Porygon, was noch entwickeln werden möchte demnächst. Okay, ich habe einen 100er. Nice. Auch vom Rosanen Event. Das ist schon ziemlich geil. Ich habe beim Rosanen Event 1900 Bonbons gesammelt und kein gutes gab das 98er erst vor kurzem im Ei bekommen. Also saubelastend. Leiden heißt es nun. 96? Damit ist es noch nichts. Das ist auch wieder eins, was ich aus dem Ei bekomme. Aber kam noch. Auch hier wieder jeder einzeln. Also erstmal Rabauz. 93. 100? Oh wow. Ich will es gar nicht. Rabauz 100 ist krass. Sicher nicht. Mittlerweile habe ich auch einen. Und ihr wisst, ich habe 100er Kickli, 100er Nocturne. Und manchmal juckt es mich so richtig hart in den Fingern, den zu entwickeln und auf einen 100er Capoeira zu hoffen, aber das spare ich mir lieber. Könnte alles werden. Und ja, dann. Capoeira. Da habe ich entwickelt nur ein sehr schlechtes. Okay. Aber, und das ist jetzt sehr. Also jetzt könnte es eins werden, ja? Genau, ich habe hier einen Rabauz mit 96%. Okay. Das ist krass. Das hat KP und Angriff auf 15. Das heißt, Action. Ja, wir werden es gleich sehen, was es wird. Davor, was hast du als Bestes? Ich habe da keinen guten. Okay, also jetzt die Chance für mich hier noch. Wie viele Punkte? 3 zu holen? Ja, ja. Mit einem 96. 50-50. Capoeira, komm schon. Wer weiß, vielleicht machen die 3 Punkte den Unterschied. Ja, vielleicht kann schon sein, ja. Egal am Ende. Oh, ich habe Glück gehabt. Oh. Das ist jetzt natürlich krass. Das ist echt cool. Priscilla. Baby-technisch. 93. Habe ich nicht mal eins im Inventar. Ja, für EP entwickelt wahrscheinlich, ja, ne? Habe ich auch mal ein 96 oder so. Also. EP entwickelt. Innekit. 96. Also Babys und Eier und so, das ist nicht mein Ding. Also nix? Nein. Magby. Auch wieder 96. Auch wieder nichts im Inventar. Wir haben 9 Punkte aufgeholt jetzt mit den 3ern. Mit den Babys, ja, nicht schlecht. Miltank. Leider nichts Gutes. Okay, da habe ich einen 98er auch wieder aus dem Ei bekommen. Nice, ja. Also die Eier sind schon echt. Also Safari-Zone, Miltank war ein Event-Spawn. Dadurch haben wir alle einen 100er, aber sonst wären natürlich Miltank richtig extrem selten 100. Okay. Obwohl auch ohne Event kam, glaube ich, schon 100er Miltank rein. Also wäre nicht unmöglich gewesen. Was EV angeht. Hytera. Muss ich zu Chanera wechseln? Ja, müsste ich auch, aber im Prinzip bringt es mir nichts, weil mein Bestes ist 91 und es hat 836 WP, 839 sind 100. Okay. Das sieht man, bei Chanera haut der Angriff unfassbar rein. Also, da habe ich einen 100er. Das ist halt richtig. Level 1. Vom Falzinsexieren. Boah, das würde ich aber sowas von entwickeln, glaube ich. Ja, ja. Den habe ich immer noch. Schauen wir mal. Entwickelt, aber nicht gepusht. Ich habe mich noch die ganze Zeit davor gedrückt bisher. Kommt bestimmt nur. Muss, ey. Muss. Level 1 halt, ne? 100. Ich war sogar dabei, als es im Ei bekommen hat. Ja. Und ich war ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Oh, wir sind schon fast am Ende. So, ich scroll. Wir sind ja gleich durch. Bin ich gespannt. Oder? Ja, wir sind schon durch. Schnell ging's. Da hat München leider einen Nachteil. Beim nächsten Punkt, die Schuld schiebe ich auf München. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Despotar. Ja, das letzte Pokémon. Ich konnte mir einen Raid einen 98er sichern. Ich habe auch einen 98er. Okay, krass. Ich dachte, bei euch gibt es mehr 100er, also mehr Lavitat, dementsprechend 100er. Ja, so in Ettlingen gibt es viele, das ist so ein bisschen im Rad, so 20 Minuten von Karlsruhe. Also biomtechnisch ist Lavitat natürlich kein Münchner Pokémon. Und ja, ich hätte bei dir auch eher einen 100er erwartet, muss ich sagen. Der kam bisher in München noch nicht. Ja. Ein letztes noch? Stimmt, das letzte nicht legendäre. Mhm. Falsch von mir. Lugia. Lugia. 98, Alter, der hat krasse Pokémon. Ich hab
ein 98er, auch in einer... Ich habe bisher nicht mal ein 98er, also immer noch nicht. Mein Bestes ist ein 96er. Rates bekommen mit KP und Verteidigung auf 15, also, deshalb auch nur 2046, sieht eigentlich aus wie ein 93er, immer noch geschlagen. Aber der Angriffswert haut halt richtig rein. Tut so. Jo, und... Wunderbar. Also, das war das zweite Generation-Battle. Der Hong hat gewonnen. 341 zu 306. Damit jetzt seht ihr natürlich die Bestrafung. Im Nachhinein hätte ich es auf jeden Fall anwenden sollen. Also, ja, wie beim letzten Mal bei dir. Ja. 341 zu 306, das sind... Also, beide zusammen hätte Julian trotzdem gewonnen. Also, trotzdem Respekt an Julian. Und dann habe ich noch zwei besondere Statistiken zum Rauspicken. Die eine ist, wenn wir nur die Hunderter anschauen, wie es ursprünglich geplant war, dann hat der Hong 70 unterschiedliche und der Julian nur 54 unterschiedliche. Genauso viele wie unser Schiedsrichter übrigens, der da auch wieder weiß. Ich habe auch 54 unterschiedliche. Jetzt kommen wir zur Gesamtpunktzahl. Oh, bei der Gesamtpunktzahl sieht es allerdings andersrum aus. Der Julian hat 770 Punkte, der Hong hat 757 Punkte. Ah ja. Es wären 3 98er nur gewesen, wären easy drin gewesen, aber... Ja. Das ist einfach die andere Denkweise, so, was das angeht. Das ist echt interessant zu sehen, ja. Im Prinzip hättest du das Ding locker gewinnen können. Ja, wenn wir das vielleicht ein paar Wochen vorher so abgemacht hätten. Aber wir haben uns halt erst letzte Woche zusammengesetzt. Das ist auch fairer. Ja, ich find's auch fairer. Also, hat mir sehr gefallen mit dem ganzen Punktesystem. Das war's. Gen 2 konnte ich für mich entscheiden. 1-1. Gesamt 100er ich, gesamt... Punkte Julian, war eine coole Sache, wie gesagt, checkt Teil 1 noch ab und kann nur sagen, danke und hat mich gefreut, hat Spaß gemacht, wir sehen uns das nächste Mal, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.